Grüezi miteinander. Wir essen hier gerade gesund zum Morgen. Mit Brücken Cornflakes, Happy Day Orangensaft, mit Midi-Gomfi und ausländischem Waldhonig und dazu feine Jubilor oder Casa-Bohnen-Kaffee. Diese feinen Sachen gibt es jetzt speziell vorteilhaft in dieser Coop-Grossaktion zum Zmorgen. Achten Sie auf Plakate in den Schaufenstern. Zum einem rechten Zmorgen gehört natürlich auch ein Ei. Und dass die Eier beim Kochen nicht aufspringen, gibt es bewährte Trickchen. Tun Sie die Eier immer der Raumtemperatur anpassen, also nie direkt aus dem Kühlschrank kochen. Dann das Ei mit einer Nadel anstechen, und zwar bei dem Hohlraum, wo jedes Ei hat. Wie Sie den Hohlraum finden? Ganz einfach. Die betreffende Stelle im Ei dreht sich im Wasser immer gegen oben. Also, diese Stelle anstechen. Dann Salz ins Wasser oder Essig oder Zitronensaft. Und so bleiben Ihnen Ihre 3-Minuten-Eier immer ganz. Und gerade nochmal ein Tipp, die 10er-Packung ausländische Frischeier gibt es jetzt am Freitag und am Samstag bei Coop ganz besonders günstig. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir kommen jetzt zur April-Ziehung in unserem 10'000-Franken-Wettbewerb. Eine von der Hauptgewinnerinnen der letzten Verlosung haben wir zu uns ins Studio gebeten. Es ist Frau Grütter aus Winterthur. Guten Abend, Frau Grütter. Ich darf Ihnen herzlich gratulieren und Ihnen den Scheck über 1'000 Franken überreichen. Dankeschön. Bitte. Frau Grütter, Sie ziehen jetzt einen von den neuen Hauptgewinnen über 1'000 Franken Haushaltungsgeld. Ja. So. Es ist Frau Margrit Bürkli-Brun, Langmatt 6105 in Schachen. Wir gratulieren ganz herzlich, Frau Bürkli. Und auch Ihnen, Frau Grütter, nochmal vielen Dank fürs Mitmachen. Alle Gewinner von heute werden persönlich benachrichtigt. Und ja, ein Trost für alle die, die heute nichts gewonnen haben. Schauen Sie am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Aber vergessen Sie jetzt die Aktionen nicht, die gerade noch kommen. Auf Wiedersehen.